Als ich das letzte Mal hier vor euch gestanden bin, da haben wir darüber geredet, wie ich denn eigentlich vor Gott gerecht werde. Wir haben uns die Geschichte des reichen Jünglings aus Matthäus 19 angeguckt, wo es um einen jungen Mann geht, der zu Gott kommt und eine ganz elementare Frage stellt. Und er sagt, was muss ich denn machen, damit ich gerettet werde? Dann hat ihm Jesus so eine Antwort gegeben, mit der konnte er nicht so richtig viel anfangen. Der sagt, du musst das und das und dies und jenes tun und wenn du das alles schaffst, dann mach dir keine Sorgen, dann bist du gerettet. Und während er zuerst gesagt hat, das passt ihm, hat er dann doch Zweifel gekriegt. Und am Ende ist er davongegangen und hat gesagt, nachdem Jesus zu ihm gesagt hat, du musst alles verschenken, was du hast und den Armen geben und mir nachfolgen, dann wollte er nicht mehr. Und dann ist den Jüngern aufgefallen, dass es gar nicht um Arm und Reich geht, sondern darum geht, wie das überhaupt möglich ist, dass wir Menschen gerettet werden können, wenn die Latte denn so hoch hängt. Und wir sind aus dieser Predigt rausgegangen und ich hatte versucht zu erklären, dass nur Gott gut ist und wir niemals gut genug sein werden, wenn wir es denn alleine versuchen. Und dass das Einzige, was uns auf dieser Welt am Ende retten wird und vor Gott gerecht machen wird, ist, dass Gott das Unmögliche möglich macht und einen Weg gefunden hat, durch Jesus Christus unsere Erlösung zu finden. Und wir lesen ja gerade in der Lektion im Epheser und auch da kam der Text, der das nochmal beschreibt, der sagt, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und dann hatte ich abgeschlossen mit der Bemerkung, dass sich das für uns komisch anfühlt, zu unserer Rettung irgendwie nichts beitragen zu können. Und dass es ganz oft in der Frage endet, ja wie denn, kann ich dann jetzt einfach so weiterleben? Ändert sich hier überhaupt nichts? Rettet Gott einfach nur jeden? Und ich hatte euch versprochen, dass ich über diese etwas unangenehme Frage beim nächsten Mal mit euch nachdenken will. Und das möchte ich heute nachholen. Wir als Christen haben natürlich in den letzten 2000 Jahren Christenheit auch entdeckt, dass einiges anderes in der Bibel steht, nämlich genau solche Sachen, wo eben steht, du sollst dies tun oder du sollst etwas nicht tun und das gefällt dem lieben Gott und das gefällt dem lieben Gott nicht. Und wir haben damit nicht nur eine positive Geschichte. Ja, 2000 Jahre Christenheit, da ist eine ganze Menge passiert. Ja, davon, wie wir versucht haben, uns selbst zu verändern, dem lieben Gott besser zu gefallen und wie wir versucht haben, andere zu verändern, auch durch Gewalt. Ja, wir haben als Christen im Namen Gottes versucht, Menschen dazu zu zwingen, an ihn zu glauben. Und irgendwie ist das auch ein Grund dafür, warum wir damit durcheinander kommen, ne? Doch irgendetwas dazu beitragen zu können. Und auch wir Adventisten, als wir so 1880 rum da unsere Identität gefunden haben, haben dieses Thema ganz tief in unseren Glauben mit aufgenommen. Wir nennen das heute Heiligung. Ja, der Prozess der Heiligung, und ihr merkt schon, ihr guckt mich so ein bisschen fragend an, ne? 1880 hat man darunter noch was verstanden. Ja, wenn ich heute unsere Jugendlichen frage und sagen würde, was meint ihr denn mit Heiligung, dann hätten die Schwierigkeiten, das zu erklären. Und mir geht das genauso. Und manchmal hat man das Gefühl, dass dieser Prozess der Heiligung, das zu tun, was dem lieben Gott gefällt und das zu lassen, was ihm nicht gefällt, für uns am Ende eine große Verzichtsveranstaltung ist. Na, wenn ich mich erinnere, ihr kennt alle diesen Spruch, was sind Adventisten? Na, das sind Leute, die kein Schweinefleisch essen, die kein Alkohol trinken. Na, wenn ich in unsere Geschichte als Adventisten reingucke, dann könnte ich sagen, die kein Fahrrad fahren, die dies und jenes, die keine Bärte haben oder zumindest keine kleinen gestutzten, sondern nur Vollbärte oder gar keine. Und es fällt uns schwer, anderen Menschen zu erklären, warum das eigentlich etwas Gutes ist, auf all das zu verzichten, was scheinbar allen anderen so viel Spaß und Freude und Glück bringt. Und um dieses Dilemma einmal in einem Bibeltext für euch darzustellen, habe ich mir einen Text rausgesucht aus dem Galaterbrief. Und das ist genau der gleiche Paulus, der uns das letzte Mal erklärt hat, dass wir eben gar nichts dazu beitragen können, vor Gott gerecht zu werden. Ja, und dieser gleiche Paulus schreibt auch Folgendes, und wenn ihr mit mir aufschlagen wollt, der Text geht los im Galater 5, Vers 16 und ich lese bis Vers 23. Und ich habe hier mit Absicht eine etwas modernere Übersetzung genommen, weil der Luther an dieser Stelle sehr viel von Fleisch redet, was wir heute nicht so richtig verstehen. Und ich lese euch den Text einfach mal vor und ihr schreibt der
Der Paulus also an die Gemeinde und er sagt, deshalb lebt so, wie es in eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht, dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun, genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in einem ständigen Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet seid, so seid ihr nicht mehr dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung zu anderen Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und es geht ihm hier offensichtlich die Geduld aus, noch mehr aufzuzählen und dergleichen mehr. Und ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Geduld, Frieden, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Und jetzt lese ich nochmal diesen einen Satz, den ich mir hier rot angestrichen habe und ich wiederhole, sagt er hier, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes ererben wird. Sind da also tatsächlich Leute, denen Gott das Reich Gottes am Ende doch verweigert? Ist es gar nicht so, dass er uns alles vergibt? Und da sind in der Aufzählung, die ihr hier macht von all diesen Dingen, das sind sicherlich Sachen dabei, wo ihr euch selbst feststellen werdet, naja, da habe ich kein Problem mit, damit komme ich zurecht. Aber das sind auch Sachen dabei, die durchaus uns betreffen. Neid zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob jeder von euch sagen könnte, dass er völlig neidfrei durchs Leben geht oder nicht doch mal das ein oder andere sieht, wo er einen anderen darum beneidet. Und ihr merkt, das ist so ein bisschen die Konfusion. Ja, was ist denn jetzt eigentlich mein Beitrag? Ja, scheint man ja hier raus zu lesen. Irgendwie musst du dich ja doch ändern. Ja, weil sonst, sagt der Paulus hier, scheinbar wirst du das Reich Gottes nicht erben. Und das ist der Teil, über den ich heute einmal mit euch nachdenken muss. Und ich hole jetzt ein bisschen aus und komme am Ende wieder auf diesen Text zurück. Und ich möchte anfangen mit einer Fernsehserie, die ich tatsächlich vor ein paar Monaten gesehen habe. Ich war unterwegs auf einer Dienstreise, ich konnte nicht schlafen. Dann habe ich da im Flugzeug den Fernseher angemacht. Und dann habe ich eine kleine 10-teilige Serie gefunden. Die heißt 1883. Solltet ihr die nochmal gucken wollen, Spoiler Alert, ich erzähle euch, wie es ausgeht. Dann haltet euch die Ohren zu und bittet jemanden, euch auf die Schulter zu klopfen, wenn es vorbei ist. Und diese Serie erzählt die Geschichte von einer Familie, die aus Tennessee, das ist so in den Südstaaten, nach dem Bürgerkrieg aufbricht, um in Oregon, das ist auf der anderen Seite, auf der Westküste von den USA, eines der letzten noch nicht erschlossenen Territorien zu besiedeln. Ja, endlich der Traum, aus der Armut rauszukommen und in die Freiheit. Und erst sind sie alleine unterwegs, doch dann entschließen sie sich, einem Siedler-Track anzuschließen, also einem Wagentrack. Und der besteht aus lauter Leuten, die aus Deutschland kommen und die sind furchtbar schlecht auf diese Reise vorbereitet. Die haben ihre alte Heimat verlassen, genau in der gleichen Idee, das Glück zu finden, ein neues Paradies, freies Land, endlich keine Regeln mehr zu haben, keine Zwänge, nicht mehr in Armut leben zu müssen. Und die Tochter dieser Familie, die wird in den ersten Monaten der Reise, wird sie 18 Jahre alt, die erlebt die große Freiheit. Endlich keine Kleider mehr tragen zu müssen in den Zwängen der Gesellschaft. Sie darf den Cowboys helfen, die Kühe mit hinter dem Track herzutreiben. Plötzlich darf sie einmal Mann sein und nicht diese Eingeschränktheit von Frauen erleben müssen. Sie entdeckt die erste Liebe, sie entdeckt die Weite der Landschaft, die Schönheit der Natur und sie erzählt diese Geschichte von ihrer Familie und diesem Track. Aber um sie herum ist das Bild ein ganz anderes. Da sind lauter Leute auf dem Weg ins Paradies. Ja, und die Reise ist nicht leicht. Ja, die Menschen sterben.
an den unterschiedlichsten Dingen. Sie werden von Schlangen gebissen, haben Hitzschläge, können ihre Pferde nicht in Zaum halten, haben Unfälle, werden krank, ertrinken in Flüssen, die sie überqueren muss. Und die Geschichte erzählt dieses bizarre Miteinander, dieses junge Mädchen, was plötzlich die Freiheit erlebt, gegenüber lauter Menschen, die aus einer Verzweiflung in die nächste kommen, nur deswegen, um das Paradies zu finden. Sie lernt dann auch gleich zweimal einen jungen Mann kennen, den sie mag. Der erste wird leider von einem Banditen erschossen. Der zweite ist ein amerikanischer Ureinwohner. Und sie erklärt ihren Eltern, das ist der Mann, den ich heirate. Ich komme nicht mit euch mit nach Oregon. Ich bleibe bei dem. Und ihre Mutter hat Schwierigkeiten, sie davon überzeugen, zumindest mal wenigstens ordentlich zu heiraten, nach den Regeln der Gesellschaft, die es in der christlichen Gemeinschaft so gibt. Und sie lehnt das ab, aber sie lässt sich am Ende doch überzeugen, zumindest noch mit nach Oregon zu gehen, um zu sehen, wo ihre Familie wohnt, damit man sich auch später besuchen kann. Und so trennt sie sich von ihrem Mann, zieht mit ihrer Familie mit und wird aber in ein paar Meilen weiter in einem Konflikt auch mit Ureinwohnern von einem dreckigen Pfeil getroffen. Und ihren Eltern ist relativ klar, sie wird das nicht überleben. Und die Mutter sagt zu ihrem Mann, an der Stelle, wo meine Tochter stirbt, da bleiben wir. Ja, ich ziehe nicht weiter. Dann finden sie nochmal ein paar freundliche Einwohner des Landes. Und der Vater erklärt ihm die Situation und der Häuptling sagt zu ihm, ich kenne da eine Stelle, die nennen wir. Und dann findet er das englische Wort nicht. Und dann suggeriert der Vater, den nennen wir Himmel, und sagt, nein, nein, das ist nicht das richtige Wort. Und der zweite Versuch ist, die nennen wir das Paradies. Eine besonders schöne Stelle im Wald. Und der Vater entschließt sich, mit seiner Tochter vorauszureiten und ihr die Entscheidung zu geben, wo sie begraben werden möchte. Und am Ende stirbt sie unter einem Baum weit weg von ihrer Heimat in diesem Paradies. Und dann geht die Kameraperspektive weg in ihre Welt und zeigt ihre Träume und sie sagt, eine Welt, in der Träume und Erinnerungen verschmelzen, das ist der Himmel. Und jeder Himmel ist einzigartig. Und mein Himmel ist voller guter Pferde und voller Ebenen, voll mit Rindern. Und da ist der Mann, der mich liebt. Und dann erzählt sie noch einiges weiter. Eine Welt, die ich mir selber mache, ohne die Zwänge, die die anderen mir auferlegen, ohne das Leid, ohne den Tod, voller Glückseligkeit. Und die letzte Folge und auch meine Predigt hat dadurch den Titel, sagt, das ist nicht euer Himmel, sondern meiner. In ihrem Himmel war am Ende auch gar nicht mehr so viel Gott. Den hatte sie nämlich im Rahmen der ganzen Zwänge auch über Bord geworfen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, woran das eigentlich liegt, dass wir diesen Wunsch haben, uns unseren Himmel, unser Paradies selber zu gestalten. Wir sind doch als Menschen, und da werdet ihr sagen, die Frage ist ganz einfach, am Ende doch irgendwie auf der Suche nach unserem Glück. Und wenn das vielleicht in unseren ersten Lebensjahren, insofern wir gesegnet sind, noch nicht so scheint, aber das Leben kennt nicht nur glückliche Seiten. Da sind Kummer, da sind Schmerz, Leid, Krankheit, Verzicht, Armut, Ungerechtigkeit und eigentlich auch noch eine ganze Menge andere Sachen, die wir uns von unserem Leben gar nicht wünschen. Und so wird der Himmel dann auch oder das Paradies für uns zu einem Ausdruck unseres menschlichen Hoffens, dass das, was wir im Leben eben nicht haben oder nicht erleben können, dann doch noch irgendwie nachholbar ist. Endlich glücklich sein. Es hält uns zwar nichts davon ab, dass wir auch alles versuchen werden, in diesem Leben glücklich zu werden. Und im Grunde genommen kann man das, und das möchte ich mit euch versuchen, auf eine einfache Tatsache zurückführen, die wir sehr früh in unserer Welt lernen müssen. Wenn wir auf der Suche nach Glück in dieser Welt sind, dann werden wir ganz schnell feststellen, dass es niemals von allem für alle genug hat. Es alles ist immer nur in einer begrenzten Anzahl vorhanden. Und am Ende gilt in unserer Welt eine einfache Regel. Je seltener etwas ist, je wertvoller ist es. Warum sind denn Diamanten wertvoll? Im Grunde genommen ist das Kohle. Aber es gibt nicht so viele davon.
Ja, und wenn ich euch einen Glasstein hinhalte oder einen echten Diamanten, dann sagt ihr, der, der seltener ist, ja, der hat den Wert. Und wenn ich glücklich sein will, dann ist die einfache Regel, dann muss ich möglichst viel von dem Seltenen für mich abbekommen. Weil daran sehe ich ja, dass ich etwas habe und die anderen es nicht haben. Und das merke ich als Kind schon ganz früh. Ja, da ist vielleicht, bekomme ich nicht das Spielzeug, was ich mir wünsche, weil meine Eltern mir erzählen, dass wir uns das nicht leisten können. Vielleicht muss ich mir meine Eltern sogar mit anderen Kindern teilen und stelle dann fest, dass ich nicht mal genug Liebe abbekomme, weil mein Geschwisterkind vielleicht mehr hat. Und so geht das durch unser Leben weiter. Du musst den einen Traumjob bekommen. Ja, und dann bewirbt man sich und hofft, dass dieser Job nicht jemand anders bekommt. Das Glück vor der Nase weggeschnappt bekommen. Du musst reich werden. Oder zumindest reicher als die anderen. Weil wenn alle gleichzeitig im Lotto gewinnen würden, wäre es ja auch nichts mehr wert. Du musst den einen Traumpartner finden. Ja, nicht alle möglichen Partner sind uns genehm. Ja, ich will den einen haben, der besonders ist. Wenn ich am Ende feststelle, dass den jemand anders hat, ja, oder der Traumpartner sich nicht für mich entscheidet, dann habe ich da ein Problem. Und irgendwann merke ich, dass, wenn es nicht ausreicht, mir mein eigenes Glück, dass mir das eigene Glück einfach so zufällt, dann brauche ich Macht. Macht, mir das zu nehmen, was mir mein Glück bringt. Ja, und wenn ich diese Macht dann einmal habe, dann merken wir in unserer Welt, dass daraus vielleicht für mich als Individuum ein Vorteil entsteht, aber oft für andere nicht. Ja, denn Macht endet auch in Gewalt, Zwang, Missbrauch, dysfunktionalen Beziehungen und allen anderen schlechten Dingen. Wenn irgendeiner auf die Idee kommt, dass alle anderen dazu gezwungen werden können, für mein Glück zu arbeiten. Und am Ende muss ich feststellen, dass ich nicht einmal genug Zeit im Leben habe, ja, um all das Glück dieser Welt, was ich suche, am Ende auch zu finden. Und daraus entwickelt sich im Allgemeinen für uns auf der Welt dieser Selbstfokus. Es geht hier um mich, es geht um mein Glück. Ja, und vielleicht bringt mich das sogar dazu, dass ich mein Leben wertvoller achte als deins. Ganz nach dem Prinzip, lieber du als ich. Und vielleicht bin ich sogar bereit, den anderen noch das Wenige zu nehmen, was die haben, um selber noch mehr davon zu bekommen. Wir lernen, dass wir uns selbst darum kümmern müssen, glücklich zu sein und unser Glück zu finden. Und dieses Verhalten, das tragen wir auch in unsere Gemeinden rein, schon ganz zeitig. Ne? Nicht umsonst fragen die Jünger Jesus und sagen, wer kriegt denn eigentlich den rechten und linken Platz neben dir? Da hat's ja nur zwei. Ja, und die beiden Jünger versuchen, das für sich klarzumachen. Ich will den besseren Platz haben. Ja, und das ist denen völlig egal, was die anderen 10 Jünger davon halten. Oder wir stellen uns Fragen wie, gibt es denn überhaupt genug Wohnungen im Himmel, damit da alle wohnen können? Der liebe Gott kann ja gar nicht alle mitnehmen. Ja, der Platz ist ja begrenzt. Ja, Gott kann auch unmöglich alle Menschen lieben. Ja, weil das ist ja das, was ich erfahren habe. Ne? Wenn jemand kommt und dann kommt mein Geschwisterkind, dann teilen meine Eltern ihre Liebe vermeintlich. Und dann habe ich nur noch die Hälfte. Und am Ende muss ich vielleicht sogar noch meinen Himmel mit irgendjemandem teilen, der da eigentlich gar nicht hingehört. Und trotzdem enden wir am Ende alle immer mit der gleichen Erfahrung. Es ist einfach nie genug, um glücklich zu sein. Ja, wenn ihr mich heute fragt, mit welchem Handy ich glücklich bin, dann ist es das, was ich gerade habe vielleicht oder fast zumindest. Und wenn ich das Handy angucke, was ich vor 10 Jahren hatte, von dem ich das Gleiche gedacht habe, bin ich ganz ehrlich, das würde mich heute nicht mehr glücklich machen. Ja, das geht uns allen so. Ja, wir wollen immer mehr. Selbst die Menschen, die vermeintlich schon alles haben, was man glaubt, Milliarden auf dem Konto, haben überhaupt keine Skrupel, noch mehr zu bekommen, weil das auch irgendwie nicht glücklich macht. Und somit wird der Himmel quasi unsere letzte Chance, doch endlich dann am Ende wirklich glücklich zu werden. Und an dieser Stelle möchte ich mal die Frage stellen, was glauben wir denn eigentlich an Christen, was das für ein Himmel ist, in den wir uns da retten lassen? Ist das so, wie das die Protagonistin da in meiner Fernsehserie beschreibt, dass sich jeder seinen eigenen Himmel selbst konfigurieren kann? Ich bin der Typ, der Pferde und Kühe auf der Prärie mag, also wird es im Himmel Pferde und Prärie für mich geben.
Oder bin ich vielleicht ein anderer Typ, der damit gar nichts anfangen kann und ich brauche einen anderen Himmel für mich? Und deswegen habe ich mal in die Bibel reingeguckt. Und das Erste, was uns auffällt aus einer Welt, die wir vielleicht noch als Himmel oder Gottes Reich beschreiben würden, das steht ganz am Anfang der Bibel. Da ist dieser Garten, da sind Adam und Eva nackt. Die laufen da glückselig durch die Gegend, lernen die Natur kennen und streicheln Löwen. Das ist tatsächlich was ich sehr oft auch höre, wenn ich mich mit Adventisten unterhalte, wie sie sich so den Himmel vorstellen. Endlich mal wieder Löwen streicheln. Aber ich persönlich kann mit dieser Beschreibung für mich nicht viel anfangen. Ja, ich bin ein zivilisierter Mensch, ich kenne Maschinen, Autos, Technologie, Naturwissenschaften, wir verstehen sehr viel besser, wie Gottes Welt heute funktioniert. Wieder ahnungslos in einem Garten wohnen und Löwen streicheln, das ist nichts für mich. Ja, und wenn ihr meine Frau fragt und meine Tochter, ne, dann merken die, sobald sie das Haus verlassen, dass auch noch andere Dinge in der Natur wohnen, so kleine Krabbelkäfer. Und da ist so ein Garten und am Ende noch nackt, gar keine gute Idee. Und auf der anderen Seite, wenn wir die Bibel am ganz anderen Ende aufschlagen, dann sehen wir die Beschreibung von Gottes neuer Welt. Und die möchte ich mal mit euch lesen. Guck mal rein in Offenbarung 21, das ist wirklich ganz hinten, das sollte einfach sein zu finden. Und ich lese mal nur die Verse 1 bis 4. Die Beschreibung ist tatsächlich ein bisschen länger, die geht etwa über 2 Seiten, die fasse ich euch nachher ein bisschen zusammen. Und da beschreibt der Johannes in der Offenbarung das, was ihm Gott gezeigt hat, wie die neue Welt aussieht. Und er sagt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe, da ist die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und jetzt kommt der Teil, auf den wir uns immer alle freuen, weil er tatsächlich unsere Sehnsucht widerspiegelt. Und Gott wird abwischen alle Tränen vor ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird da sein, denn das Erste ist vergangen. Wir wissen, dass diese Teile, die uns in unserem Leben Leid zufügen, der Tod, die Schmerzen, die Dinge, die wir erleiden müssen, nicht mehr sein werden. Aber ansonsten haben wir immer noch keine richtige Beschreibung davon, wie es im Himmel eigentlich ist. Und wenn ihr auf die Beschreibung guckt, ihr könnt ja mal ein bisschen drüber lesen, während ich hier rede, was dann noch kommt, dann wird die Stadt beschrieben, ne? Relativ ausgiebig, wunderschön ist die, mit Straßen aus Gold, Tore aus Perlen, quaderförmig. Ja, und ich habe mal nachgelesen, da steht, die ist 12.000 Stadien lang, breit und hoch. Und da sagt meine Bibel da hinten im Anhang, ein Stadion als antike Längeneinheit sind 185 Meter. Jetzt glaube ich nicht, dass ihr das im Kopf rechnen könnt, deswegen habe ich das jetzt mal für euch getan. Wenn ihr also 185 Meter mal 12.000 rechnet, dann kommen da 2.220 Kilometer raus. Also eine Stadt, die 2.220 Kilometer breit, lang und hoch ist. Im Vergleich dazu, das weltweit höchste Gebäude auf dieser Welt, der Burj Khalifa, der ist gerade mal 800 Meter hoch. Der Mount Everest, der höchste Berg auf dieser Welt, also da, wo einem schon die Luft ausgeht, wenn man da hingeht, der schafft es auf 8,5 Kilometer. Also nur ein winziger Bruchteil von dem, was diese 2200 Kilometer sind. Das Burj Khalifa hat ungefähr 168 Etagen, das geht so bis zum Dreiviertel. Aber wenn ihr diese 168 Etagen hochrechnet auf die 2220 Kilometer, dann kommen da 450.000 Etagen übereinander raus. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, und dann kommt da mein naturwissenschaftlicher Geist rein und er sagt, Moment mal, das geht doch gar nicht. Wenn ihr euch die Erde vorstellen würdet als eine Kugel 1,20 Meter im Durchmesser, die hat nämlich genau 12.000 Kilometer im Durchmesser, dann wäre die ungefähr so groß. Ja, und wenn ihr dann einen Würfel draufstellt, der 2.000 Kilometer hoch ist, dann sind das ungefähr ein Sechstel davon, dann ist dieser Würfel so hoch. Und jetzt ist die Erde ja ein Konstrukt, der sich dreht, ziemlich fix sogar. Und ich als Ingenieur kann euch sagen, wenn der liebe Gott da so einen Riesenwürfel auf diese Erde draufstellt, dann fängt die ganz schön an zu eiern.
Und damit möchte ich mich nicht darüber lustig machen, was da steht. Ich will euch einfach nur zeigen, wie schwierig uns es fällt, anhand dieser Beschreibung uns vorzustellen, wie unser tägliches Leben denn im Himmel so sein wird. Ja, und dieser Aspekt, kann ich mir das eigentlich konfigurieren oder nicht, der wird damit nicht beantwortet. Aber dann ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich zwischen den Seiten, also zwischen diesem Paradies am Anfang der Welt und dem und dieser Stadt Gottes am Ende der Bibel doch tatsächlich einiges gibt, was wir über das Reich Gottes lernen können. Und das steht mittendrin. Da beschreibt uns nämlich in den Evangelien, kommt recht häufig diese Wortwendung vor, dass Jesus vom Reich Gottes erzählt. Und er erzählt nicht nur vom Reich Gottes, er sagt sogar zwei Dinge. Ja, er sagt in Johannes 12, Vers 44 und 45, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Das heißt, Jesus sagt, jeder, der mich jetzt im Moment sieht, der sieht, wie Gott ist. Und dann sagt er auch in Lukas 17, Vers 21, von sich selbst. Ja, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und ich glaube, deswegen lohnt es sich mal, einen Ausflug dahin zu machen, wie das eigentlich ist, was Jesus den Menschen da gezeigt hat, wie das Reich Gottes ist. Und ihr werdet feststellen, dass wir keine Überlieferungen von Aussagen haben, wo Jesus beschreibt, wie unsere Wohnungen im Himmel aussehen, ob wir da Ferraris fahren oder BMWs, ob wir reich sind oder arm. Das kommt in der Regel nicht vor. Jesus selber legt da wenig Wert drauf. Ja? Der hat nicht mal eine Wohnung, geschweige denn Besitz. Der zieht durch die Gegend und erzählt den Leuten vom Reich Gottes. Und er fordert uns auf, sich das anzugucken, was wir da erleben. Und was erleben die Leute? Die Leute erleben zum Beispiel die Speisung der 5000, ja, wo Gott ihnen zeigt, dass Nahrung kein Problem ist. Ja, es hat für alle genug. Und was wollen sie machen? Sie wollen ihn mal zum König machen. Ja, einfach deswegen, hey, der kann uns füttern. Ja, und Johannes, als er im Gefängnis sitzt, der schickt seine Jünger zu Jesus und er sagt, bist du der, für den wir dich halten oder sollen wir auf jemand anderen warten? Und damit meint er, bist du der Messias, ja, der Retter, den Gott uns schicken wird, der endlich das Reich Gottes bei den Menschen aufrichten wird? Ja, und Jesus schickt ihm keine Antwort zurück, ja, das weißt du doch, dein Vater hat doch den Engel gesehen oder sowas, sondern Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Er bezieht sich direkt auf das Reich Gottes unter den Menschen, so wie die Jünger es sehen konnten. Gott nimmt die Ausgestoßenen an und gibt ihnen Wert. Jesus hat einen Fokus darauf, Beziehungen zu stärken, Menschen aufzurichten, und letztendlich die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und den Menschen zu leisten und damit auch gleichzeitig die Beziehung von Mensch zu Mensch wieder zu reparieren. Wenn Jesus also Gottes Reich beschreibt, so beschreibt er das Wesen Gottes, seinen Charakter, seine Werte, und es gibt keinen Zweifel daran, dass das einen unmittelbaren Zusammenhang hat. Er beschreibt da keinen Katalog, aus dem wir uns auswählen können, was uns persönlich glücklich macht. Und jetzt möchte ich auf den Text zurückkommen, den wir am Anfang gelesen haben, und ich möchte den nochmal mit einer anderen Betonung lesen. In Vers 19, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen haben. Dann kommt wieder diese lange Liste, Unzucht, unreine Gedanken und so weiter, Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel. Und ich wiederhole, was ich gesagt habe, niemand, der ein solches Leben führt, wird das Reich Gottes erben. Und ich denke, mit dem Wissen jetzt so ein bisschen zu verstehen, was eigentlich im Reich Gottes wichtig ist und wie dieses Reich Gottes denn charakterisiert werden kann, dann stellen wir fest, dass es bestimmte Formen von menschlichem Verhalten gibt, Formen davon, wie wir versuchen, glücklich zu werden, die im Himmel einfach nicht mehr funktionieren werden. Wenn ich meinen eigenen Wert daran bemesse, dass ich mehr besitze als andere, und das ist das, was mich glücklich macht,
dann werde ich im Himmel nicht glücklich, weil alle unendlich viel haben. Wenn ich mein eigenes Glück dadurch erreiche, dass ich andere Menschen schlecht behandle oder glaube, dass andere Menschen einen geringen Wert haben als ich, dann passt das nicht zum Bild Gottes von den Menschen und von mir. Wenn ich meine, dass ich die Beziehung zu einem Menschen jedes Mal dann über Bord werfen kann, wenn es schwierig wird, weil ich hoffe, das Glück in einer anderen Beziehung zu finden, dann spiegelt das nicht Gottes Charakter wider. Und wenn ich selber versuche, mir mein Glück durch Vorteile zu erkaufen, indem ich andere hintergehe, betrüge oder ausnutze, dann wird das im Himmel nicht funktionieren. Und schlimmer noch, wenn es mir gefällt, vielleicht andere zu unterdrücken, zu quälen oder gar zu töten, wenn ich mein Leben wertvoller erachte als das Leben anderer, dann werde ich feststellen, dass ich all das im Reich Gottes nicht finden werde. Und im Gegensatz dazu ist die Beschreibung dessen in dem Text von Paulus, das, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt, sobald wir mit Gott eine Beziehung eingehen, das genaue Gegenteil davon. Er schreibt hier, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Güte, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und wenn ihr das anguckt, dann sind das alles Dinge, die direkt auf Beziehungen abzielen und darauf, wie wir Menschen miteinander und in unserer Beziehung zu Gott glücklich werden können. Und ich denke, dass wir diesen Text daher nicht dahin lesen können, dass wir ihn so verstehen, dass jemand, der einmal die Ehe gebrochen hat oder mal neidisch war, am Ende das Reich Gottes nicht mehr erbt, sondern dass jemand, der glaubt, dadurch glücklich zu werden und das für sich selber in Anspruch nimmt, das ist das, was ich brauche, dass der keinen Platz im Himmel haben kann, weil ihn das Reich Gottes gar nicht glücklich macht. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum uns Gott gar keine wirklich genaue Beschreibung gibt, wie unsere Wohnungen im Himmel aussehen und was wir da den ganzen Tag lang tun. Weil letztendlich wird die Frage nach meinem persönlichen Glück eine Frage des Vertrauens. Hier geht es nicht um christlichen Leistungssport, möglichst viele Dinge richtig zu tun, um mir am Ende doch meinen Platz im Himmel irgendwie erarbeiten zu können. Ja, hier geht es darum, darauf zu vertrauen, dass Gott mich so verändert, dass ich im Himmel wirklich glücklich werden kann. Er als mein Schöpfer, der weiß, wie das geht. Und das ist eine Frage des Vertrauens, denn viele von den Dingen, die uns Gott nahelegt, die wirken nach den Maßstäben dieser Welt. Also wie werde ich glücklich? Dieses immer mehr haben, immer mehr wollen, immer mehr bekommen, die wirken dazu in einem echten Kontrast. Vertraue ich denn wirklich Gott darauf, dass er mich glücklich macht? Wie können denn 90% von meinem Geld mich glücklicher machen als 100%? Wie kann es denn sein, dass nur eine einzigste Ehefrau oder ein einzigster Ehemann mich glücklich macht, als wenn ich einfach mal richtig viele ausprobiere? Wie kann es denn sein, dass ich ohne materiellen Reichtum glücklicher werde als mit? Wie kann mich die andere Backe hinhalten, zufriedener machen, als den anderen zurückzuschlagen? Und Gott geht noch weiter. Jesus sagt, vertraut mir so weit, dass ihr mir sogar euer eigenes Leben gibt. Er sagt, wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es für immer gewinnen. Vertraue ich Gott, dass er mich dadurch glücklich macht, dass er mir mein Leben nimmt. Und nach den Regeln dieser Welt, nach dem Prinzip, wie werde ich alleine glücklich, macht das überhaupt keinen Sinn. Aber dieses Vertrauen, das erleben wir, wenn wir eine Beziehung mit Gott beginnen. Und die fängt genau dann an, wenn wir uns für ihn entscheiden, nicht erst im Himmel. Dann erleben wir, wie Gott uns Erfahrungen schenkt aus dieser Beziehung, die uns lehren, darauf zu vertrauen, dass Gott uns im Himmel wirklich glücklich machen wird. Auch wenn uns vielleicht auf dieser Erde das eine oder andere nach den Regeln dieser Welt fehlt. Es ist eben nicht mein Himmel und auch nicht dein Himmel,
indem wir die Regeln machen und bestimmen können, was uns glücklich macht. Es ist nicht ein Himmel, den ich mir selber konfigurieren kann, wie ich das möchte. Gottes Reich wird immer sein Reich bleiben. Und ob das am Ende mein Himmel wird oder nicht mein Himmel, das ist am Ende die Reise meines Glaubens. Das ist ein Glauben, in dem ich Gott nicht nur aus Gnade rettet, damit ich nicht sterben muss, sondern es ist ein Vertrauen, dass Gott mich in seinem Reich wirklich glücklich macht, wenn ich mich an das halte, was ihm wichtig ist. Das ist der Grund, warum wir nicht mehr so leben wollen und können, wie wir das vorher getan haben, wenn wir Gott kennengelernt haben. Und nicht, weil ich mir mein Paradies erarbeiten muss. Und auch hier, und damit möchte ich abschließen, auch hier sagt der Paulus ja in dem Vers 22, dass es gar nicht wir sind, die das machen, sondern er sagt, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, also Gott in unserem Leben wirkt, dann wird er ganz andere Frucht aus uns wachsen lassen. Und dann kommt diese Aufstellung der Dinge, die Gott wichtig sind. Gott sieht sich auch hier voll verantwortlich für mich, in meinem Herzen, in meinem Leben die Dinge so zu bewegen, dass ich verstehe, dass Gott mich wirklich glücklich machen will und dass ich nur in einem Leben mit Gott in seinem Himmel wahres Glück finden kann. Und dann wird Gottes Reich zu meinem Himmel. Amen. Beten. Vater, hab Dank, dass du unser Bestes im Sinn hast, dass du uns nicht nur deswegen rettest, weil wir nicht sterben sollen, sondern dass du uns rettest, weil du uns wünschst, dass wir wirklich glücklich werden. Dein Himmel ist der Ort, wo unsere Vergangenheit mit deinem Traum für uns Wirklichkeit wird. Und Herr, wir danken dir, dass du mit deinem Geist in uns genau das tun wirst, dass du uns zeigst, was uns in deiner Welt wirklich glücklich machst und uns hilfst zu verstehen, was das für die Ewigkeit bedeutet und nicht falschem Glück nachzulaufen, das uns diese Welt gelehrt hat. Danke, Vater, dass du uns rettest durch das Wunder deiner Gnade und dass wir daran keinen Anteil haben, sondern dass wir dich dadurch rühmen können. Und danke dafür, dass du die Beziehung, die du dann mit uns beginnst und die wir miteinander haben, dazu nutzen kannst, in unseren Herzen das zu bewegen, dass wir wirklich glücklich werden. Amen.